Training und Bewegung ist super, super simpel und super einfach. Das Problem ist, dass wir uns daran gewöhnt haben, von klein auf, immer Autoritäten zu folgen. Wir sind es gewöhnt, uns immer erstmal eine Meinung abzuholen oder besser, immer erstmal eine Erlaubnis abzuholen, bevor wir irgendwelche Dinge machen. Wir wollen Absicherung. Wir wollen wissen, wie es geht. Doch Bewegung ist super simpel. Training ist super simpel. Training ist super einfach. Für all diejenigen, die sagen, ah, aber ich weiß doch nicht, wie ich anfange. Wie sind die Bewegungen? Wie mache ich das richtig? Ich brauche doch einen Trainingsplan. Ich habe gehört das, ich habe gehört das, ich habe gehört bla 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 bla. Dieser ganze Kram, den du in deinem Kopf hast, den ich auch immer noch bei vielen Dingen in meinem Kopf habe. Sei es, das ist ein Unternehmen zu führen. Sei es, das ist Marketing zu machen, Social Media zu machen. Sei es, dass es Trainingsgestaltung ist. Immer wieder irgendein Zeug im Kopf zu haben, das ist die perfekte Trainingszeit und das ist optimal und diese 1%, die wir immer wieder versuchen, irgendwo rauszuholen und alles zu optimieren, unseren Schlaf zu tracken, genau auf die Zahlen zu achten, unsere Kalorien zu tracken, wobei 90% das überhaupt nicht brauchen. Doch es wird dir von irgendeiner Industrie weiß gemacht, weil du dann dir dieses Gadget holst, diese Uhr, weil du dir dann diese Programme kaufst oder sonstiges. Dabei sollten all diese Dinge dazu führen, dass du dich besser wahrnimmst. Wenn das ein Hilfsmittel ist, wunderbar. Ich habe alle Dinge getestet. Ich habe auch Kalorien getrackt für mehr als 2 Jahre. Ich habe verschiedene Ernährungsformen für mindestens ein halbes Jahr ausprobiert, bevor ich das Ganze gewechselt habe. Ich habe Trackern, glaube ich, alle möglichen gehabt. Von Vivo, Smartwatch, Active, hast du nicht gesehen, Apple Watch und Whoop und hast du nicht gesehen. Es sind so viele Dinge, die da in diesem Fitnessmarkt draußen rumschwirren. Doch letztendlich bin ich immer bei dem angekommen, dass ich gesagt habe, gut, hat mir das jetzt etwas über mich beigebracht? Hat mir das etwas über mich beigebracht? Habe ich etwas über mich gelernt? Oder habe ich mich dann im Prozess doch wieder nur abhängig gemacht. Dass ich dann gesagt habe, ja, mein Fitnesslevel muss ich abhängig machen von der Uhr. Weil, ah, ich habe heute nicht so gut geschlafen, ah, also kann ich ja nicht, ja, ich fühle mich schon nicht so gut. Oder, ah, ich habe meine Schritte noch nicht, ich habe meine Ringe nicht voll, ich habe meine was auch immer, irgendwelche externen Dinge die ganze Zeit. Statt zu gucken, dass diese Habits, die du darüber einbaust, dann dein Leben so nachhaltig verändern, dass das ultimative Ziel, was mit Bewegung, Fitness, Ernährung, all diesem ganzen Gesundheitskram in Verbindung steht, die Erfüllung dahinter, dass du das Gefühl hast, selber da näher zu kommen und nicht immer abhängig bist von all diesen ganzen Themen. Und so sehe ich übrigens auch Coaching, so sehe ich auch Therapie, so sehe ich auch Physiotherapie. Wie das System aufgebaut ist, schafft absolute Abhängigkeit. Und Abhängigkeit führt zu weniger Compliance, weniger Adhärenz, weniger Selbstwirksamkeit. Und letztendlich sollte jeder kleine Schritt, den du in die richtige Richtung machst, der dich diesem Gefühl näher bringt, dass du bei dir ankommst, sollte dir auch immer wieder der Spiegel sein, zu sagen, hey, wie geht's mir dabei? Wie geht's mir damit? Wie fühle ich mich gerade? Und nicht immer nur, ah ja, hab ich und bin ich gut gewesen? War ich ein braver Junge, braves Mädchen? Habe ich mich artig verhalten? Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alle Regeln beachtet, die mir die Autoritäten so auferlegt haben? Habe ich mich an die korrekte Übungsausführung gehalten? Habe ich mich an die genaue Satz- und Wiederholungszahl gehalten? Ich war hier eben am Bankdrücken, eine Sache, die ich lange nicht mehr gemacht habe, weil ich ja gedacht habe, ah, das ist doch nicht funktionell und es ist doch alles viel sinnvoller, wenn man unilateral und das ganz gesund und Ringe, das ist doch das optimale Movement-Mittel und bla. Ja, ist richtig, aber warum nehme ich mir die Gelegenheit zu sagen, hey, ich kann auch wieder Bank drücken? Warum beschränke ich mich selber und konditioniere ich mich selber, setze mich in den eigenen Käfig, wie der Elefant, der von klein auf an einen Pfahl angebunden wird, den er nicht aus dem Boden reißen kann, von dem er nicht wegkommt und dann über sein Leben lernt, dass er festgehalten wird von etwas, obwohl er, wenn er riesengroß ist, stark genug ist, den Pfahl einfach mitzureißen, wenn er wegrennen will. Aber er sich dann so an diese Kondition und diesen Umstand gewöhnt hat, dass er festgebunden ist, dass er das irgendwann akzeptiert hat. Und da stelle ich mir die Frage, welche Situationen, und ich glaube, ich bin absolut nicht im Fokus, aber das ist mir auch egal,
Welche Situationen akzeptieren wir? Welche Glaubenssätze akzeptieren wir? Welche Umgebungsfaktoren akzeptieren wir oder denken, müssen wir haben, brauchen wir unbedingt? Ich brauche unbedingt meine, hast du nicht gesehen? Ich weiß, es sind so viele Sachen, die mir jetzt gerade in den Kopf rein. Und ich will auch nicht so klingen, so weißt du, ganz ehrlich, ich will auch nicht so klingen, als würde ich mich darüber ablästern oder das Scheiße finden, weil ich finde es wichtig, das im richtigen Kontext zu packen. Doch was mir einfach fehlt, sind die Nuancen. Ist eine nuancierte Beschreibung dessen, was heutzutage unter anderem auch auf Social Media passiert, dass es in Kurzformaten immer nur darum geht, möglichst reißerisch irgendwelche Fakten rauszuspitten. Und das ist mittlerweile die Bildungsquelle der meisten Menschen. Die nehmen diese Dinge als Fakten, ohne sie in Kontexte zu setzen, ohne sich zu bemühen, Kontexte herauszufinden oder erstmal die fundamentalen Dinge zu beherrschen, damit sie das Ganze in einen richtigen Kontext packen können. Deswegen ich immer wieder sage, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Es geht immer wieder um die Fundamente. Es geht immer wieder darum, substanzielle Bestandteile kennenzulernen, die unseren Körper betreffen, die unsere psychische Gesundheit betreffen, unsere mentale Gesundheit, die Gesundheit generell betreffen. Building Blocks, auf denen wir dann aufbauen können, aber es ist zu 90% oder egal, was für eine Prozentzahl du jetzt nimmst, um das ganze Argument jetzt gerade zu untermalen. Das ist auch irgendetwas, was ich aus dem eher als Metapher nenne, nicht als, ja, ich bin eine Experte in einem gewissen Bereich und ich sage dir jetzt irgendeine wissenschaftliche Zahl. Das ist gerade einfach nur eine metaphorische Andeutung, zu sagen, dass die meisten sich eigentlich für ihr ganzes Leben lang nur mit den Basics auseinandersetzen müssen. Doch dann kommt wieder die Ungeduld dazu, die so das diabolischste, die diabolischste Charaktereigenschaft ist, von der ich mich nicht absprechen kann. Bei weitem nicht. Ich bin so ungeduldig und ich bin so vernarrt manchmal in solche Dinge, dass sie nicht schnell genug gehen, dass der Prozess zu lange dauert, dass ich mir nicht genügend Zeit gebe, wo wir aber dann wieder dabei sind, dass hinter dieser Ungeduld meistens Erwartungshaltungen stehen, die dazu führen, dass wir uns unter Druck setzen, weil wir denken, wieder unter irgendeiner Moral nicht damit nicht standhalten zu können und einem gewissen Ideal nicht gerecht werden zu können. Vielleicht dem Posting-Booty-Pick von Instagram, was wir gesehen haben. So dass wir uns immer wieder vergleichen und aus diesem Vergleich Erwartungshaltungen entstehen, die dann zu schlechten Emotionen führen, weil wir unseren aktuellen Zustand in jedem Moment beobachten können und sehen, wir aber nur Highlights immer wieder wahrnehmen und wir auf Basis dieser Highlights die Erwartungshaltung kreieren, die dann letztendlich dazu führen, dass wir ungeduldig sind, weil wir doch da zu diesem Highlight wollen. Aber als jemand, der Social Media Content selber postet, der alle möglichen Facetten davon schon kennengelernt hat, den Druck mit regelmäßigen Posten, den Druck des Kreieren wollen und aber irgendwie den perfektionistischen Anspruch auf einmal zu entwickeln, obwohl das Ganze einfach nur als Leidenschaft angefangen hat, was mit Freude verbunden ist und nicht mit Erwartungshaltung und irgendwelchen negativen Geschichten. Und natürlich auch, dass ich mit vielen anderen Leuten aus dem Bereich gesprochen habe, Leute, die auch mehrere Millionen Follower haben und so weiter und so fort und überall dieselben Themen zu spüren. Denn eine Sache kann ich sehr, sehr gut und das ist Muster zu erkennen. Weswegen ich auch diesen Beruf so liebe, den ich ausübe, als Trainer, Therapeut, als Coach, als Lehrer, als Educator, in diesem Gesundheitsschmerz, Beweglichkeits-, Bewegungsbereich, weil es immer wieder um Mustererkennung geht und deswegen ich auch das Thema Unternehmertum unglaublich toll finde, weil auch da Mustererkennung absolut wichtig sind. Und die Muster, die sich häufig zeigen, auch im Kontext von Social Media, die Erwartungshaltung, die wir davon kreieren, weil das Medium Nummer 1 ist, was übrigens nicht mehr sozialen Kontext hat, es steckt immer noch im Namen, aber letztendlich ist es nur noch ein medialer Kontext, kein Social Media, weil es nicht mehr chronologisch und zeitaktuell ist, sondern es ist wirklich nur noch das, was am meisten geklickt wird, was auch
jahrelang alt sein kann. Dementsprechend geht es nur um medialen Input zu liefern, nicht sozialen medialen Input, aber das ist eine andere Geschichte. Und all das führt mich zu dem Punkt zu sagen, die Erwartungshaltung, die wir kreieren, auf Basis dessen wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, bringt uns zu dem Verhalten, welches oftmals im Externen basiert und wir uns im Internen absolut vergessen, nicht wahrnehmen und nicht spüren. Und wir nur noch diese außerkörperlichen Erfahrungen machen wollen, wobei alles, was wir in unserer Umgebung wahrnehmen, eine innerkörperliche Erfahrung ist und auch immer so bleiben wird. Selbst eine außerkörperliche Erfahrung ist eine innerkörperliche Erfahrung. Das war es erstmal. Emotionen, Erwartungshaltung und externe Ziele. Oder Erwartungshaltung führen zu Emotionen, führen zum externen Fokus. Dreh das Ganze doch mal um. Geh auf den internen Fokus und die interne Wahrnehmung. Kreiere daraus die Emotionen, die Gefühle. Nimm die Emotionen wahr, die da sind. Du musst gar nichts kreieren, sondern interne Wahrnehmung führt zu Wahrnehmung der Emotionen, die da sind, mit denen du dann arbeiten kannst und dann dementsprechend gewisse Erwartungshaltungen kreieren kannst. Oder du nimmst diesen ganzen Prozess, andere Idee, einfach nur als Wahrnehmungskette. Fängst innen bei dir an, wie fühle ich mich, wie geht es mir, wie ich eben am Anfang des Videos sagte, was dann zu den Emotionen führt und zu den Erwartungshaltungen/Glaubenssätzen, die du dann eben, weil du im Inneren angefangen hast, anfangen kannst zu verändern oder dich fragen kannst, inwiefern ist das Ganze wirklich produktiv für mich? Inwiefern führt mich das wirklich dahin, dass ich schmerzfreier werde, langfristig eine bessere Beziehung zu meinem Körper aufbaue und Freude an Bewegung entwickle? Die Dinge, die ich seit 6 Jahren bei Moving Monkey immer wieder vermitteln werde und weiterhin tue und für das Symbol, das Logo, der Monkey, dafür steht das für mich. Und dafür steht auch Moving Monkey als Firma, als Unternehmen. Freude an Bewegung, sich selber besser kennenzulernen, sich weiterzuentwickeln und vor allem sich nicht abhängig zu machen von irgendwelchen externen Dingen, die absolut keine Rolle spielen, die eigentlich nur den Fokus und die Wahrnehmung ablenken von den wesentlichen Dingen. Weg vom Körper, weg von den Gefühlen, weg von den Emotionen, weg vom Schmerz. Denn oftmals denken wir brauchen irgendwelche Übungen, um den Schmerz zu lösen, wobei die Wahrnehmung des Schmerzes schon meistens den Schmerz weniger intensiv wahrnehmen lässt oder dann weniger intensiv ist. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Lass mich deine Meinung in den Kommentaren wissen. Hast du etwas, was du an Erwartungshaltung selber erlebt hast? Hast du irgendetwas, wo du sagst, hey, Leon, ging mir genauso und zwar in der und der Situation oder hast du eine Frage? Lass uns in den Kommentaren darüber sprechen. Genau dafür ist es da. Dafür ist Social Media da, sich auszutauschen. Und ich freue mich, dass du mit auf der Reise bist, dass ich dich auf deiner Bewegungsreise und die Reise mit deinem Körper zu deinem Körper begleiten kann, begleiten darf. Und deswegen, wie immer, keep moving, stay sexy. Bis zum nächsten Video, dein Leon. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can.